Hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Porsche. Nachdem ich in der letzten Folge rausgefunden habe, dass ich das Auto noch ausrüsten muss. Ich habe die Teile gekauft. Ich hatte sie die ganze Zeit und ich musste sie nur noch ausrüsten. Ich war so blöd und habe es nicht gerafft. Und jetzt geht es direkt weiter. Nächste Turnier, Alter. Mal gucken. Da steht halt immer Anfänger und ich und denke so, hä, was soll er denn werden, wenn er fortgeschritten oder Profi wird? Drei, ich hasse das Auto ein bisschen mehr. Eins, los! Mal gucken, ob sich irgendwas geändert hat. Warte mal, was? Ah, ich habe immer noch Automatik. Aber das ist jetzt auch gerade mal nicht so schlimm. Jetzt müsste ich eigentlich alles so nach und nach überhöhlen können. Also dieses Schild da mit der Linkskurve, das war ja wohl falsch. Das müsste ja eigentlich erst woanders stehen. Alter, einen nach dem anderen. Einen nach dem anderen lasse ich hinter mir. Geil. Dylan! Dylan! Ey, Dylan! Ey, Dylan! Sag mal, wie geht es dir hier vorne? Hä? Ich weiß jetzt, wie es sich gerade angefühlt hat. Oh. Ah! Ist egal! Nee, Leute. Das muss ich leider korrigieren. Beep, beep, beep. Beep, 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 beep. 4000, egal. Wo sind denn meine 190.000? Ah, nee, waren ja aber. Egal. Soll ich auf manuell. Ich mach mal auf manuell. Warte, ich versuch mal. Werkstatt. Wageneinstellungen, Getriebe manuell. Hi Manuel, bist du jetzt am Drücker? Drei, zwei, eins, los! Weil im Prinzip kriegt man mit einer manuellen Betriebe bessere Geschwindigkeit. Oh. Und es scheint zu stimmen. Hat man so gesagt über das manuelle Getriebe. Oh. Lass dich überholen. Mach doch einfach mit. Lass mich mal vorbei. Ich muss mal zur Apotheke. So, hab ich jetzt anders gekriegt hier. Bisschen besser. Ah, das ist doch nicht wahr. Also jetzt mal. Jetzt stelle ich mich aber blöde an. Vielleicht habe ich es noch. Müsste ich eigentlich. Ich wage es mal. Ansonsten fahre ich nie wieder hier diesen Waldweg lang. Oder da war ich, glaube ich, zu eifrig beim Überholen. Hey Dylan, ich bin schon wieder auf dem Weg. Sorry. Das tut mir ja selber nicht gut. Surprise. Da vorne ist er doch. Oder ist das jetzt der Rod? Ah ja, das ist jetzt der Rod. Rod Perlmann. Aber der Dylan dreht sich gerade. Und der Rod auch. Ne, doch nicht. Ey, ihr Schweine! Oh! Nase! Die Schilder, ey. Man muss es ja spannend halten, wa? Das hat Spaß gemacht. Hör mal, ich glaube, du gehörst da nicht hin, wo du gerade bist. Oh mein Gott! Ah.
jetzt schön gucken, wo hier die Abzweigung ist. Da war sie. Egal, Alter, egal. Surprise. Alter, guck es dir an. Guck es dir an, trotz Unfall. Mega. Tuning ist die Halbmiete. Das ist die Frage. I'm sure this one is what I was. It wasn't a surprise. Geil, Alter, geil. Du bist auf dem ersten Platz. Du führst die Turniertabelle an. Oh, fast ein Schenkel geworden. Hätte ich keinen Unfall gebaut, Alter. Ah. Ah. Ich brauche keine. Ich hätte reparieren müssen. Ach, egal. Ich glaube, das klappt auch so. Mal gucken. Jetzt werde ich großkotzig. Drei, zwei, eins. Los! Du kannst mal da hinten bleiben, Alter. Ich hab dir nicht erlaubt, mich an zu überholen. Hab ich dir nicht erlaubt. Du hast auch noch nicht mal gefragt. Gibt es hier überhaupt irgendwelche Strecken, wo Regen ist? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, es gibt eine Strecke mit Schnee. Ah, und dann gibt es noch... Stimmt, die Autobahn. Hier gibt es auch noch eine Autobahnstrecke. Die ist mit Regen. Meine ich zumindest. Wie viele Runden sind das? Ich muss gleich mal gucken, wenn es da vorne gerade ausgeht. Zwei, okay. Aber die hauen doch ein bisschen rein. Das ist deine erste Runde. Erster Platz. Letzte Runde. Scheiße. Das war jetzt nicht gut. Hey! Naja, also das ist jetzt auch nicht so tragisch. Oh. Ich glaube, ich könnte immer noch Dritter werden. Da habe ich einen blöden Fehler gemacht, weil ich nicht gesehen habe, dass da links rumging. Das war natürlich blöde. Und wenn ich selbst ja nicht Vierter werde, ist auch egal. Hol ich dann in der nächsten Runde wieder ein. Da ist doch gar kein Problem, Alter. Ja, ich werde sogar noch wieder. Ah, hier hätte ich lang müssen. Ah. Ist nicht schlimm. Kann ich auch das Auto reparieren? Diesmal denke ich dran. Du bist auf dem vierten Platz. Freu dich nicht so. Ich bin Dritter in der Turniertabelle. Das ist nicht so gut. Ah, 3000 kostet die Revolution. Söhn industriell. Du industrieller Sohn. Industriesohn, Alter. 3, 2, 1, los! Die Schallen, die Schallen. Hey!
Movie Sound Sound. Ich glaube, ich fahre gerade aus. Movie Sound Sound. Movie Sound Sound. Baby, 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 baby. Die Reifen, ey, ich liebe die Reifen. So, jetzt fahre ich hier lang. Movie Sound Sound. Ja, hier hat mir der Schrank. Jetzt habe ich so ein kleines Problemchen. Oh. Wenn man da nicht aufpasst, dann fliegt man zur Seite. Geil, Alter. Ihr könnt mich alle. Ihr könnt mich alle mal fett am Arsch lenken. Ja. Ich fahre hier mit 240 Sachen, glaube ich. Ich glaube, hier muss schon mal in Eisen gehen. Meist hat eigentlich Eisen. Waren bestimmt früher, war bestimmt von der Eisenbahn, wa? Eisen, das waren bestimmte Bremsen. Oder das war das ganze Metall, ich weiß es nicht. Ja, woher kommt das mit in der Eisen gehen? Waren die Bremsen, bestanden die früher aus Eisen? Muss ja eigentlich, ne? Ich kann mir kaum vorstellen, dass die Leute sofort drauf gekommen sind, Beläge zu benutzen, die sich auch abreiben und so weiter. Könnte ich mir vorstellen. Müsste man mal nachgucken. Man könnte ja jetzt hier ein bisschen über Autotechnik philosophieren, wa? Das Auto weiß gar nicht, wohin mit den Drehzahlen. Da hätte ich bestimmt für hohe Geschwindigkeiten Getriebe nehmen sollen. Weil ich feiere in 7000 Drehungen, Alter. Oh! Und das hat Spaß gemacht, Alter. Das hat richtig Spaß gemacht. Yeah, Mann! Für wen hübsch war? Hübsch war. Oder jetzt hat letzte in einem Turnier. Du hast das Rennen gewonnen. Du führst die Turniertabelle okay, an. Okay, ich geh noch weiter. Geil. Du führst die Turniertabelle an. Und jetzt nochmal den Führer nähen. Ja, stimmt. Reparieren muss ich gar nicht, wa? Nee. Geil, fehlerfrei gefahren. So, jetzt in der Strecke wird das nicht mehr so sein. Bin ich mal gespannt. Doch, könnte sein. Das ist nämlich in der Richtung, in der ich die kenne. Ah, ne, doch nicht. 3, 2, 1, los! Ich kann eigentlich im zweiten Gang anfangen. Das könnt ihr nicht! Lass mich! Bärschrunner. Hier wäre ich sowas von lange geflatscht, wenn ich andere Reifen hätte, ey. Also Reifen alles ausmachen, aber ja, ist halt so. Boah. Was ist das? Nee, Leute. Da habe ich gerade Dummheiten gemacht. Und zwar, ich habe meine linke, hier links fahren. Cursor-Taste habe ich aus Versehen gedrückt. Warum? Was ein Scheiß. Ah, das ist doch kacke, ey. Das ist doch kacke. Ah, egal. Jetzt passiert mir das nicht nochmal. Warum habe ich kein Gefühl mehr im Daumen gehabt? Habe ich einen Schlaganfall?
Bin ich jetzt wirklich blöde? Also irgendwie. Ich habe ja jeder Gefühl, dass ich abbaue. 3, 2, 1, los! Nicht jemals was hatte, was überhaupt abbauen kann. Movie, Sound, Sound. Habe ich aus Fröhlichkeit einfach mal, habe ich nach links gelenkt. Warum auch immer. Aus Fröhlichkeit halt. Ah, da war der mehr so glimpflich. Ah, dann, doch, das war glimpflich, aber das war nicht mehr so grazil wie vorhin. Das auch nicht. Ah, doch. Ah, doch, okay. Scheiße gebaut an der Stelle. Movie Sound Sound. Egal, den hole ich mir wieder. War auch schon wieder so unnötig. Wieder da. Oh ne, was ist jetzt hier los? Verpiss dich. Jetzt werden die andere Seiten aufgezogen. Ich hab die Musik jetzt ein bisschen leiser gemacht. Ich kann die Glausch vielleicht noch mal ein bisschen lauter machen. Die wären natürlich finanziell gesehen praktischer, wenn ich gewinne. Rammt er mich noch, der Dylan. Ha! Ah, du hast das Rennen gewonnen. Ja. Glückwunsch, du hast das Turnier gewonnen. Jetzt kannst du mit dem nächsten Turnier fortfahren. 55.500 Dollar gewonnen. Oder Euro, oder was auch immer. Guck mal, schon wieder. Hätte ich keinen Unfall gebaut. Ui. Gucke dir an. Ich bin Erster. Geil. Ah. Ja, Leute, ich glaube, das war auch schon wieder von der Folge. Oder wir machen jetzt immer ein bisschen mehr, oder? Weiß ich noch nicht. Jetzt kann ich auch mal hier den 944. Genau, das mache ich in der nächsten Folge. Dann gibt es einen 944er. Ich glaube, den muss ich mir auch neu kaufen, wa? So, also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss!